Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Jo, Freunde, es geht weiter. Mir wurde ganz oft gesagt, ich soll doch unbedingt das Uchigadana ausrüsten. Aber ich bilde mir immer noch ein, dass wir die Werte dafür noch nicht haben. Um das jetzt nochmal klarzustellen. Uns fehlt dafür 2 Punkte Geschicklichkeit und auch noch 1 Punkt Stärke. Das sollte ich vielleicht mal machen. Generell ist die Überlegung natürlich, ob wir mit dem Magier auf Geschicklichkeit oder sonst was gehen wollen. Naja, ich dachte eher so auf eine Waffe, die auf Int skaliert. Aber gut, 16, die 2 Pünktchen Geschicklichkeit können wir ruhig noch investieren für ein besseres Schwert. Das, mit dem ich wahrscheinlich auch besser zurechtkomme. Wobei, das Claymore, da weiß ich einfach, damit konnte ich früher gut mit umgehen. Damit werde ich auch heute noch gut mit umgehen. Stärke werden wir sowieso brauchen. Da muss ich auch keine Geschicklichkeit mehr skillen. Ich tendiere eigentlich mehr zum Claymore, einfach aus Gewohnheit. Das Uchigadana, mal gucken, da müsste ich 3 Punkte investieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, weil es mir immer wieder geschrieben wird, geht es noch nicht, ja. Damit wir das nochmal geklärt hätten. So, was wurde mir sonst noch so geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Auch gut so, denn ich will ja noch ein bisschen hier selbst herausfinden. Ach ja, eine Sache, die des Öfteren erwähnt wurde. Es ruckelt gerade ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Naja, egal. Eine Sache, die sehr oft gesagt wurde, da wo ich gefragt habe, muss ich da nochmal hin an der einen Stelle? Ja, da sollte ich definitiv nochmal hin. Das werde ich dann auch tun. Ich gehe jetzt absichtlich natürlich diesen Weg, weil wir doch da jetzt eine super tolle Abkürzung erschaffen haben. Muss nur mal gucken, ob ich da ohne Damage durchkomme. So. Der ist nicht da. Ja, muss ich erstmal herholen. Tschüss. Oh, tschüss. nicht lustig. Hört auf zu lachen. Ja, so schnell sterben Hunde. Ja, mit dem Typ jetzt hier Ringelreihe spielen. Kannst du nicht auch runterfallen? Ganz cool. Na gut, dann werde ich halt töten. Na komm, noch ein bisschen. Ah, muss man hier alles ramponieren hier. Jetzt ist Ruhe. So. Ja, Mensch, so kann ein Part beginnen. Ich will doch meine Abkürzung benutzen. Mehr wollte ich doch nicht, Leute. Wie tief ist denn das eigentlich? Nee, das sollte ich nicht, ich sollte es den Hunden nicht gleich machen, nein. Das werden wir nicht tun. Wir warten brav auf unseren Aufzug. Wir müssen jetzt eigentlich die Tierkadaver liegen? Nein. So, genau nehmen wir das jetzt mal nicht. So, könnte ich hier eventuell mich irgendwo fallen lassen und was bekommen? Diese dünnen Brettern oder so? Ah, da liegt der Hund. Ah, da lebt ja noch einer. Hallo. Hund an, wie sehr... Hast du das überlebt, sag mal? Jetzt können wir ja doch mal da nach unten gucken. Ha. Mal schauen. Oh ne, das sieht aber sehr tief aus. Tief und dödelig. Ne, da ist nichts für mich. Ja, oder ich lasse es gleich so, wenn ich das nächste Mal sterbe. Ne? Lassen wir es doch gleich so. Okay, jetzt bin ich wieder an der Stelle. Da kann ich eigentlich relativ flott durchrennen, glaube ich. Und damit sind wir schon wieder fast da, wo ich gerne sein möchte. Das ist doch schön. Ist jetzt jemand pissig auf mich? Du? So. Die anderen können uns jetzt aber in Ruhe lassen, oder? Habe ich jetzt keine Lust. Schudele. Also, wo wollte ich jetzt hin als erstes? Genau, wir gehen nochmal da runter. Der Dicke, lebt der jetzt eigentlich wieder? Hi. Der Dicke lebt eventuell wieder. Ich weiß es nicht. Das werde ich aber gleich herausfinden. Ja, ich höre ihn stampfen. Er lebt. Er lebt wieder. So. Hast Angst, aber sicher kommt man hier. Kriegt man hier ein besseres Spielgefühl. Ich will jetzt noch nicht zum Boss gehen. Ich möchte jetzt erstmal noch in die andere Richtung. Einfach schauen, was noch so möglich ist, bevor wir den zweiten Boss angehen. Oh, das war doch hier, ne? Das Schöne da. Die Kathedrale. Oder was auch immer das darstellen soll. Die ja auch relativ gut bewacht wird, fällt mir gerade wieder ein. Ah ja, genau, der Dicke müsste da hinten rumlaufen. Wir sind ja schon hier. Ach, wie praktisch. Muss ich den Dicken nicht nochmal machen. Das ist super.
Aber hier sollte ich was tun. Dieser Ritter. Der wird bestimmt nicht ein... Ach, shit, das sind zwei, ey. Gucken, ob ich einen pullen kann. Du da. So, komm her. Oh, ich hasse es, ne? Wie schnell das... Was verliert. Das ist so traurig. Das war früher so besser. Das muss man ja wirklich sagen. Okay, der hat ein cooles Schild, das will ich auch. Boah, da habe ich schon ein bisschen Angst, dass der mich damit... Oh! Okay, vielleicht sollte ich doch in den Nahkampf. Oh! Alter! Okay, shit. Das war jetzt nicht so schön. Shit! Okay, okay, ich mag dich nicht mehr. Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich dich nicht mag. Ah, Mist! Das ist nicht einfach. Oh, ey, wir... Ich komm nicht durch. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich mach dich doch lieber wieder mit. Okay, der ist echt pissig, ey. Der ist richtig pissig. Ach, sein dummes Schild. Ich hasse dein Schild. Huch. Ist gut. Ist bestimmt auch nach. Ey, da könnte ja was... Bin ich denn jetzt... Er blockt einfach zu gut. Moment, Moment. Nicht, dass ich hier sonst wen... Ich könnte es auch ignorieren, aber ich will eigentlich jeden Gegner mindestens einmal gemacht haben. Eigentlich. Aufpassen, dass der andere nicht noch dazu kommt. Wo ist denn der jetzt? Ah, da. Du Blödmann, ey. Mach es mir nicht... Oh, nein. Der andere sieht... Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, nicht so auf... Dingens aus. Ich pull mir mal den... Nein, jetzt habe ich sie beide am Hals. Ja, der ist ein klassischer Schwertkämpfer. Der wird mich nicht so nerven mit seinem Schild. Oder vielleicht doch. Boah! Ja, mach mal geile Range hier. Fantastisch. Mist. Ich hasse euer Schild. Ich hasse es. Oh, das war ein schöner Treffer! Denkt, dass ich gerade auch bei mir. Oh, war natürlich auch eine blöde Sackgasse für mich. Einmal so ein Treffer und... Oh! Oh Gott, wie ich rumkrüppel. Aber wenigstens der ist geschafft. Wenigstens der ist geschafft. So, Heilung. Ah, super, ich bin eh gleich tot. Den anderen schaffe ich nicht mehr. Aber ich würde ihn gerne einmal schaffen. Wenn ich ihn einmal geschafft habe, dann kann ich ja dran vorbeirennen. Der ist ja noch gedamaged, ne? Hoffe ich doch mal. Vielleicht hat er sich mittlerweile auch geheilt. Hallo. Anvisieren. Es ist so Panne. Kriegt schön Schaden, aber... Ah, ich würde an seiner Stelle auch blocken, wenn ich so ein geiles Schild hätte. Keine Frage. Hey, kannst du knicken. Wir machen... Shit! Oh! Jetzt bin ich nicht in dieser Zwischenstufe gestürzt. Und das tat natürlich dann weh. Ja. Das war nicht so schön. Naja, was soll's, wir haben ja Zeit. Ich habe ja eigentlich wirklich geplant, dass jeden Tag hier Dark Souls kommt und deswegen. Was soll's, warte, wir können auch gleich hier runter, oder? Dann spare ich mir die nervigen Typen. Oh! Sag mal! Das war eigentlich jetzt nicht so geplant. Tschüss! Doch, das war natürlich geplant, Leute. Also, was. Ist doch klar, dass das geplant war, oder? So. Komm wieder hoch. Der Typ kann natürlich auch runterfallen. Ist aber eine super geile Abkürzung. Ich muss das feiern. Gehen wir nochmal zu dem Typen. Den werde ich doch jetzt mal schaffen, ey. Auf. Auf. Aufpassen nicht, dass er doch noch irgendwie lebt. Glaube ich aber nicht. Halt, erst kommen noch die normalen. Und los geht's. Wieder durchrennen. Hi. Wenn du dich nicht entscheiden kannst. Ah, da ist noch einer. Ja, dann töten mich halt mal ganz normale Zombies. Das wäre auch mal was Krasses hier. So, weit sind wir ja nicht gekommen. Soll ich mich schon heilen? Ich weiß nicht.
habe jetzt eher da überlegt, jetzt so nicht beidhändig und dann mal das Ding buffen. So, der Typ war es nicht, den habe ich schon besiegt. Der andere, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. So, komm. Schön in den Rücken. Na gut. Das bringt mir der Buff natürlich auch nichts mehr. Ach, er blockt einfach wieder zu schnell. Ah, ich häng fest. Ah! Ach, komm schon! Ah. Na gut, vielleicht vertagen wir dich. Die ganze Zeit jetzt an einem Idioten rumhängen will ich jetzt eigentlich auch nicht. Vielleicht vertagen wir den jetzt mal schnell. Und vielleicht mache ich von der anderen Seite. Aber okay, da wird er nicht einfacher sein auf der anderen Seite. Er wird mir wahrscheinlich auch nachrennen wie so ein Idiot. Vielleicht besser, wenn ich es mache. Ach, ich weiß noch nicht. Lasst euch überraschen. So, jetzt wieder den... Ach komm! Hey, also... Das habe ich aber für ein scheiß Timing gerade. Mann. Okay. Kommt der jetzt nicht? Ah, er macht einen Abflug. Das finde ich super. Einzige, was ich daran nicht so toll finde, ist, dass ich schon wieder keinen Flakon mehr habe. Also, nur noch eins. Ein bisschen nervig ist das schon. So, dann ist es schön. Wir fahren jetzt auch gleich wieder runter zusammen. Vielleicht sollte ich auf 3-1 nochmal switchen. Die Heilung, ich weiß nicht. Hi. Ja, ich lasse das Ding jetzt absichtlich unten, weil... dann fällt der Typ runter. Das ist eigentlich angenehm. So. Da unten ist noch einer, der... meint, er gönne mich töten. Aber das kann nur der dicke Ritter da hinten. Okay. Ja... Die rennen mir bestimmt nach, dann. Wie verrückt. Oder ich locke ihn zumindest mal weg. Und renne dann rüber. Dann kommt er vielleicht nicht mehr nach, wenn ich den Umweg mit ihm gehe. Oh, komm mit. Brauche eigentlich gar nicht zu probieren. Wenn ich jetzt schieße, dann lockt er wieder ab. Der Lümmel. Der Volllümmel. Bleib mal cool hier. So, und wenn ich jetzt Glück habe, könnte ich schnell in die Kathedrale rennen. Oder wo ist der andere? Ah, Mist, der ist da. Natürlich nicht so gut. War ich da oben schon mal? Ja, da... Oh, shit, nee, da war ich auch noch nicht. Da würde ich wissen, wenn da noch einer von der Sorte war. Oh, ja. Ich gehe jetzt da trotzdem rein. Könnt mich alle mal... Oh shit, ich glaube, da ist jemand Wichtiges. Kommen die da rein? Nee? Das ist gut. Das ist sehr gut, weil da drin sitzt jemand, der sieht nicht unbedingt feindlich aus. Okay. Ja, dann kann ich von der Seite die vielleicht doch gemütlich killen, wenn die sich da nicht reintrauen. mal sehen. Schauen wir uns erstmal hier um. Das ist ein freundlicher NPC. Okay, da kann ich nicht hoch. Sieht schon cool aus hier drin. Bisschen die Ruhe genießen. Ich dachte schon, was ist denn das für ein schwarzer Balken? Aber das muss von da gekommen sein. War die Kamera ein bisschen unglücklich. Okay, aber ist gut. Auf der Seite sehe ich mal nichts. Soll mir egal sein jetzt erstmal. Ist auch nichts. Da hoch vielleicht? Nee, versperrt. Zumindest noch. Hm, hier geht nichts. Da ist auch zu. Okay, na dann. Reden wir mal mit dem Kauz. Ich bin so ein Priester-Typi. Oh, ich glaube, das ist eine Frau. Oder? Muss ich mal angucken. Es ist eine alte Frau, würde ich doch mal meinen. Okay. Schick.
Okay, dann reden wir mal, wir zwei. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Das kleine Banner von Lothric, okay. Danke. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Der blaue Pfad. Unser erster Eid, wenn ich mich nicht irre. Dankeschön, das ist aber freundlich. Diesen Banner muss ich mir dann gleich nochmal genauer angucken. Das scheint wichtig zu sein. Unkindled one. Head to the high wall's base. Go through the great gate and raise this banner to proceed. But beware. The dog keeps a close eye on things. The vile watchdog of the Boreal Valley. Ja, die Bestie habe ich ja schon kurz kennengelernt, auf die freue ich mich schon. Hast du die gerade getötet? Sag mal. Unfassbar, diese Geister. Unkindled one. Okay. Cool, ja, anscheinend nach dem Boss ist es wichtig, dass wir diesen Banner haben. Ich gucke mir den jetzt nochmal an, falls ich ihn hier finde. Dient er als Schlüsselitem? Ja. Außerhalb des Haupttors hochhalten, um Geleit zu erhalten. Außerhalb des Haupttors. Hochhalten, um Geleit zu erhalten. Okay. Das müssen wir uns dann mal anschauen, was mit Geleit gemeint ist. Kleines Banner getragen von den Boden Lothrics. Halte es außerhalb des Haupttors hoch, um Geleit zu erhalten. Als die hohe Mauer erschien, wurde der Weg zur untoten Siedlung abgeschnitten und Boden begannen, diese Banner zu tragen. Sie wurden mit einem Auftrag ausgesandt, hatten jedoch keine Möglichkeit zurückzukehren. Okay. Naja, ich ja schon. Inventar, nochmal gucken. Schön, haben wir schon ein bisschen was gesammelt hier. Was haben wir noch bekommen? Oder beziehungsweise, ich muss ein bisschen sowas noch lesen. Auf Feinde werfen, um Schaden zuzufügen. Die meisten Gegenstände wählen ihre Nutzer und zur Erfahrung kann ihre Effektivität verbessern. Wahre Stärke kann nicht anders erreicht werden. Der Rest, den haben wir schon gelesen, meine ich zumindest. Genau, und da ist dieses Jägeramulett, das ich bei Mimics benutzen könnte. Ja, okay. Steinchen, Flagge, nichts Neues soweit. Die haben wir uns schon angeguckt hier, die... Obwohl, des geflügelten Ritters noch nicht. Die helle Barde des geflügelten Ritter, die den Engeln die Treue schworen. Ihre dicke, schwere Klinge ist blutbedeckt. Sie kann nur mit übermenschlicher Kraft geschwungen werden. Fertigkeit Kettenwirbel. Fegt in einer großen Drehbewegung durch Gegner hindurch und nutzt den Schwung für einen schweren Angriff, bis die Ausdauer verbraucht ist. Ja, das klingt mir aber viel zu schwer und zu kloppig, also für mich ist das nix. Die Streitaxt, die wird mich theoretisch noch interessieren. Aber das ist halt nichts für meine Klasse eigentlich, ne? Da werde ich wahrscheinlich Stärke ohne Ende wieder brauchen, nur für diese... Wir können ja mal kurz gucken, was ich da theoretisch brauche. Ja, gut, Stärke 12 ist gar nicht mal so viel. Dunkelschaden wäre halt drauf. Das wäre bei dem einen oder anderen von Interesse bestimmt. Naja, lassen wir es erstmal... Was war das da eigentlich? Stinknormale Keule? Ja, Keule, okay. Ab. Gut, den Rest kennen wir noch. Ja gut, dann danke, werte Dame. Hier geht es erstmal nicht weiter. Die Leiter, ich wüsste jetzt nicht, wie ich die runterfahren könnte. Wird wohl später wieder als eine Art Abkürzung gehen. Okay, gut. Der Banner scheint wichtig zu sein, den haben wir auch. Jetzt können wir nochmal gucken, ob die sich nicht in die heiligen Hallen trauen. Ich hier wieder meine, ach so, feige Methode machen kann. Oder ich gucke mal, was da links und rechts noch so ist. Und überhaupt was ist. Ah ja, okay. Ja, natürlich. Ja. Ich schnapp mir mal eben das Item. Ich hoffe, du hast nichts dagegen.
Luzerne. Okay, was ist das? Klingt interessant. Okay. Ich probiere das mal. Ich will wissen, ob die in die heiligen Hallen laufen würden. Wenn man sie erstmal geärgert hat. Gucken wir einfach mal. Das war wieder so meine bescheidene Taktik, aber wenn es funktioniert, so kann... Oh, shit. Naja, traut sich nicht rein, oder? Kann das sein, dass du dich hier nicht reintraust? Das ist Pech für dich. Ach, du mit deinem dreckigen Schild, ne? Aber der denkt sich auch, du und deine dreckige heiligen Hallen. Ja, gut, aber mit dem richtigen Timing kann ich das Schild auch überlisten. Na komm. Genau, immer wenn er angestürmt kommt. Hihi. Ja, sorry. Da guckt halt weg, wenn es euch nicht gefällt. Ich hab es. So. Ich hab's vorher normal versucht, ja? Ah, jetzt hat er mich aber auch nochmal getroffen, ey. Zum Abschluss. Na ja, gut, auf die Art geht's. Also so einen Schwertkämpfer habe ich ja schon mal ganz normal besiegt. Der eine halt. Der wird mich halt nochmal reizen, dass ich den mal mit dem Speer schaffe. Nicht dich. Du nicht. Der Vollständigkeit halber könnte ich ihn auch nochmal machen auf die gleiche Art. Das geht ja schnell. Guten Tag. Ich bin so lame. Vielleicht kommt der ja rein. Nee. Können wir es bei dir genauso machen? Du kommst angestürmt und ich schieße. Ansturm wird bestraft. Hierzulande. Du kommst hier nicht rein. Hey, uff, muckert da was? Du. Abkomm. Oh, ja gut, ich bin ein bisschen zu riskant. Wenn so weitergeht, schaffe ich es nicht. Einmal geht noch. Ey, komm, wir sehen wieder an. Das war dumm. Haben wir mit der Tür geknuddelt. Das wollte ich eigentlich nicht. Schön. Was ist jetzt? Ah ja, okay. Ganz chillig kommt er hier. Einmal noch. Oh, ey, warum hier mal beim letzten Schlag? Super, ey. Selbst mit dieser lamen Taktik hier versage ich. Aber wir haben das Schild des Lothric-Ritters bekommen. Cool. Ich hätte lieber dem anderen sein Schild. Aber, hey, das gucken wir uns mal schnell an. Vielleicht ist das eine 100% Sache. Yes! Mein erstes 100% Füßeschild. Ja, da hat sich doch der Krüppelkampf gelohnt. Aber 18 Stärke. Ich muss Stärke skillen. Also so ein Ding muss schon sein, ne? So ein 100% Schild. Außerdem sind die anderen Werte auch sehr, sehr schick. Das muss schon sein. Darauf spare ich jetzt. Aber sowas von. Gut, wir sind gleich tot. Skillmäßig kommt hier nicht viel dabei rum. Ich werde jetzt halt gucken, wie lange ich noch hier auf Flucht überleben kann. Gut, wir könnten jetzt auch mal probieren, den noch zu killen, aber mit meiner Taktik, der hat so einen langen Speer. Ich gucke einfach mal, ich probiere das mal. Würden die mir überhaupt was tun, wenn ich sie nicht angreifen würde? Mal so ganz dumm gefragt. So. Er zückt sein Schild ja gar nicht mehr. Was ist denn da los? Jetzt zückt das. Okay. Aber jetzt ist er auch fast tot. Dann kann ich dich doch noch machen. Dann habe ich einen... Der könnte da durchpieksen, ne? Na gut, wir warten mal, bis er sich beruhigt. Oh, nee, so wird das nix, ey. So wird das nix. Am besten wir warten, bis er abhaut. Der haut nicht mehr ab, oder? Kann das sein? Wird er jetzt für immer mit der Tür knuddeln? Wir haben ganz schön Respekt vor dir, alte Dame. So. Jetzt schön von hinten. Jetzt ist er fast tot. Lololo. Oh, man muss mich so hassen. Also sind sie doch selbst schuld, wenn sie da nicht reinlaufen. Das ist doch nicht mein Problem.
Herr Haupt, vergiss mich. Vergiss mich. Ich bin nur ein kleines, feiges Hühnchen. So. Der dich besiegt hat. So, dele. Und da lässt du mir auch sowas Tolles, sag mal. Lordric Ritterhelm, sag mal. Man kann ja richtig schön die Items abfarmen. Das ist ja hier so einfach. Gefällt mir. Ich renne hier gleich als Lordric Ritter rum. Oh. Der Typ sieht freundlich aus und er lässt sich gerade noch nicht anvisieren. Doch, er lässt sich anvisieren. Shit. Dann wird er wohl doch nicht freundlich sein. Schade, ich hätte jetzt eventuell gedacht, dass der... Kann ich mich anschleichen? Ich habe diesen anderen... Doch, ich habe den anderen Skill dabei. Wartet mal. Ich würde da gerne so eine fiese Attacke machen. Ganz leise sein. So. Kann dich wirklich nicht ansprechen, ne? Du bist böse. Gut. Na dann. So war das nicht geplant. Oh shit, der hat rote Augen. Ach du Kacke. Sag mal, hast du auch Respekt vor den heiligen Hallen? Ich hoffe doch. Oh, er hat Respekt. Oh, wie geil. Aber ich werde ihn nicht schaffen. Obwohl, ich habe noch einen Mana-Flakon. Er hat auch Respekt. Er hat ein kleines Schild. Er wird sich so benehmen wie der andere Typi. Und ja, gut, er hält ein bisschen mehr aus, aber das sollte sich aufgehen, hoffe ich. Shit, jetzt hat er zu früh geblockt. Aber das wird sich nicht ausgehen. Ich glaube, den muss ich nochmal machen dann. Ach, ich muss es früher machen. Ich muss es früher machen. Noch bevor er... Ey, was machst du da? Was war das? Was hast denn du da für ein cooles Schwert? Das will ich haben. Mist, das war zu früh. Okay, wenn ich es durchziehe... Ich weiß nicht, ob das aufgeht. Nee. Lieber nochmal. Ah, war wieder zu früh. Shit. Ah. Ich wäre sowas von tot eigentlich. Ich schaff den nicht mehr. Das Mana reicht nicht. Mist. Das Mana reicht nicht und mein Timing ist zu schlecht. Das war gut. Ey, ich könnte ihn ja noch mit Dingens machen, fällt mir gerade ein. Mit, Pfeilen Bogen. Schnell wieder rein. Oh Gott, ey, ich sehe jetzt schon die Kommentare, aber ist mir so egal. Yes, das war auch ein schöner Treffer. Sollst nicht mit der Tür knuddeln. Hier ist dein Feind. Bisschen knapp. Mist. Leer. Okay, Bogen. Bogen. Der kommt nicht rein, oder? Nee, der kommt nicht rein. Hatte ich den Bogen hier, oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich meinen Bogen... Rechts oder links? Ja, wird schon passen, rechts. So, ja stimmt, ich wollte ja schnell durchswitchen das letzte Mal. Das war so ein Fail. So, muss ich nur gucken, dass ich gut stehe. Damit er mich nicht trifft und ich ihn schon. So, wenn er hergestürmt kommt, dann wird geschossen. 20 Pfeile sollte reichen. Pfeil ins Knie, der Klassiker. Na gut, blieb mit seiner Rüstung hängen. Ich liebe sein Knie. Ich werde es noch abhacken. Oh, das war mehr die Hüftgegend. Aber egal. Ey, wie ich mit nichts hier Gegner mache, die ich eigentlich nicht machen soll. Aber egal. Einmal noch, vermute ich. Können wir nicht auch hier den zweiten Boss hinlocken? Hey! Ändere nicht die Taktik. Das ist gemein. Das war ein bisschen zu früh. Na komm, tu dein Schild weg. Er wird vorsichtiger anscheinend. Ich könnte aber auch eigentlich so
versuchen, sein Bein oder sonst wie was anzuvisieren, oder? So. Ein gealteter Edelstein. Und eine nette, beträchtliche Summe an Seelen. Und darüber hinaus eine Armbrust des Ritters. Ja, also wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Es war ein sehr lamer Part, wie immer bei mir. Aber für meine Verhältnisse auch ein sehr lukrativer Part. Das nächste Mal werden wir dann wahrscheinlich Richtung Boss oder zu dieser einen Stelle gehen, wo ich mich noch nicht so 100% umgeguckt habe. Wir werden sehen, was wir das nächste Mal machen. Seid gespannt, bis zum nächsten Mal, bis es hier wieder heißt Let's Play Dark Souls 3.